Ja, herzlich willkommen zu einem Let's Play Firefighter Simulator The Squad. Ja, ich habe mir dieses Spiel jetzt auch runtergeladen, habe schon mal ein bisschen ausprobiert und ich kann eigentlich nur jedem empfehlen, wenn er dieses Spiel anfängt, wie in anderen Spielen auch, erstmal in die Trainingseinrichtung zu gehen. Dieses Spiel erinnert ziemlich stark an Fire Department, bis auf die Tatsache, dass man dort dann direkt Feuer löschen kann und nicht nur eine Figur dazu den Befehl gibt. Ja, dann fangen wir mal an hier im Trainingslager mit Türen und Wänden umgehen. This training exercise will get you familiar with using forcible entry tools on doors and walls. Walk forward and open the door. Ja, wie ihr schon seht, ist das Spiel in Deutsch, leider nur mit Untertitel, die Sprache leider in Englisch, das macht aber nichts. Wir laufen jetzt vorwärts und öffnen die Tür. The next door is locked. Grab the crowbar off the bench and walk towards the door. Then break it open. So, die Tür hier haben wir auf. Jetzt nehmen wir das Brechwerkzeug und hebeln die nächste Tür auf. Good work. Now place the crowbar on the ground in the glowing box. Grab the Halligan tool. Walk towards the door and break it open. So, dann haben wir die Tür aufgebrochen, müssen die dann die nächsten paar Male hier in dieses Rechteck reinlegen und uns dann das nächste Werkzeug nehmen. In diesem Fall das Halligan Tool. Nicely done. Place the Halligan Tool on the ground in the box. Grab the demo hog off the bench, walk towards the door and bust it open. So, dann ist auch schon die nächste Tür dran. Grab the demo hog off the bench, walk towards the door and bust it open. Aufgehebelt. Und nun nehmen wir das nächste Werkzeug, eine Axt. Und hauen die Tür einfach ein. There's no available door. Create your own. You can break through some walls using any forcible entry tool. Look for the cracks in the wall and break through it with your axe. Ja, hier kann man dann auch mit der Axt Wände einreißen. Das machen wir dann jetzt mal fix. Examine the wall for cracks and break through with your axe. Good work. Place the axe on the ground in the glowing box and we'll move on. Und durch sind wir. Der Traum eines jenen Feuerwehrmannes. So, das war mit Türen und Wände umgehen. Jetzt kümmern wir uns mal um die Fenster. This training will familiarize you with using forcible entry tools on windows to enter and exit rooms and buildings. Now, grab either tool on the bench, walk over to the window and smash it open. Ja, hier müssen wir uns ein Werkzeug nehmen und das Fenster öffnen. Wir nehmen das Halligan Tool. Okay, now climb through the window into the next area. Und schmeißen es ein und gehen dann aufs Fenster. At times, the window is too high to reach, so you'll need to climb onto something to gain access. Get on top of the wood pile and smash open the window. Ja, hier müssen wir dann auch weiter auf den Holzstapel und das Fenster kaputt machen. Job done. Now climb through the window into the next area. Good. We're almost. Somit wären der Umgang mit verschlossenen Fenstern auch geübt. So, jetzt die Kreissäge. This exercise will familiarize you with using power saws to cut through locks to open doors and vents. Okay. Pick up the circular saw from the ground. So, wir heben mal die Kreissäge Good. Auf. Now use the saw to cut the lock on the vent ahead. You have to be careful, so aim for the indicated target.
Wobei Kreissäge ist es ja nicht, es ist ja eine Motorsense. Motorflex, mit der wir jetzt hier das Schloss aufsägen. Good. Now use the saw to cut the lock on the vent ahead. You have to be careful, so aim for. So, jetzt müssen wir wieder mit der Motorflex die Öffnung schaffen zu dieser Garage. Nice. Once more. Somit wäre das Training für die Flex auch erledigt. Dann geht's weiter mit den Leitern. This training exercise will familiarize you with using ladders. To use a ladder, you must first attach to it. Walk over to the indicated spot and connect yourself to the ladder. So, hier müssen wir auf die Leiter steigen und nach oben gehen. Okay. Climb the ladder by pressing forward. Und dasselbe wieder nach unten. Okay, now. So, dasselbe müssen wir hier jetzt auch machen. Good. Connect to the new ladder beside you. Na. So. Now, climb up to the window. You've equipped a Halligan tool. Use it to. Nice. Now use the door to go outside and climb the ladder up to the roof. Hier geht's auch nach oben. Now climb back down and we'll continue. Und wieder nach unten. Job done. Somit wäre das Training für die Leitern auch erledigt. Dann geht's weiter mit Brandausbreitung und Wachstumsgeschwindigkeit. With this training exercise, we'll familiarize you with how quickly fire can spread. Okay, stay where you are and just watch the fire spread. Notice how fast it jumps from object to object. Hier müssen wir warten an dieser Linie, bis sich das Feuer ausbreitet. Und müssen dann mit dem Schlauch das Feuer löschen. Am besten geht das immer, wenn man mit diesem Punkt hier auf diese blauen Kreise haltet. Die werden dann kleiner und das Feuer verschwindet. Und Feuer ist aus. Alright, once again, just watch the fire spread. Wir laufen an die Linie. Warten. Bis das Feuer sich ausgebreitet hat. Löschen das Feuer. Ich lösche das Feuer immer von einer Seite zur anderen, weil ich glaube, dass das dann übersichtlicher ist als einmal links, einmal rechts. Wie gesagt, immer schön auf diese blauen Kreise draufhalten, bis sie klein werden und verschwinden. Und dann ist das Feuer gelöscht. Now, grab a hose and try to put out both grease fires. Hier haben wir zwei Fettbrände, die wir mit dem Strahlrohr löschen, was gleich wohl eine Explosion oder eine Verpuffung geben wird. Das funktioniert nicht. Grab an extinguisher and
weil es mit Wasser nicht funktioniert, nehmen wir hier den CO2-Löscher und löschen den Fettbrand damit. Eins. Good work. When out on calls, Feuer aus. Different types of flames, so you can be ready for any grease or chemical fires you run into. Somit werden die Brandausbreitung und Wachstumsgeschwindigkeit auch erledigt. Und dann versuchen wir jetzt mal, das Feuer zu löschen. This training exercise will familiarize you with how to effectively fight a fire using the hose aiming interface. All right. Grab a fire hose and enter the door in front of you. Hier nehmen wir jetzt auch den Schlauch, was er gerade schon sagte, diese blauen Punkte zeigen, ob wir gut oder schlecht löschen, wenn sie kleiner werden. So, dann gehen wir mal in die Hocke und öffnen die Tür. Look at the on-screen indicators in proximity to where the water hits the flame and learn how they can help you to assess the firefighting process. Don't hesitate to change your position to get a better aim. This helps you quench the fire as quickly as possible. Immer ein Stückchen nach vorne gehen. Wie gesagt, immer auf diese blauen Punkte halten. Durch das Kleinerwerden sieht man auch, dass das Feuer richtig gelöscht wird. Okay, fire's out. Take your attack. Und das Feuer ist aus. Jetzt gehen wir in den nächsten Raum. Wie gesagt, ich arbeite mich immer von links nach rechts durch. Aber da kann jeder so, wie er möchte. Aber ich habe gesehen, dass man so eher weniger den Überblick verliert und effizienter löschen kann. Good. Fire's out. You may have noticed the sparks coming from the lamp on the table. Jetzt. These sparks can and will ignite the fires after you put them out. This can create a dangerous situation for potential fires in areas you thought were safe. Since electricity will restart the fire multiple times, the best way to deal with electrical fires is to cut the main power by finding and using the building's fuse box. So, instead of wasting water on an electrical part, walk over to the fuse box on the wall and turn off the electrical supply. Ja, hier ist ein elektrischer Defekt, den man in diesem Kasten abstellen kann. Das will man jetzt auch mal eben machen. Now put out the fire. Okay, fire's out. Und das Feuer ist aus. Gehen wir mal in den nächsten Raum. All right, since you already know how to deal with grease fires, grab an extinguisher and put those fires out. Ja, hier sind Fettbrände, die wir dann mit dem CO2-Löscher löschen. To help you put out fires as efficiently as possible. Okay, fire's out. Und das Feuer ist gelöscht. So, das war das Verhalten im Feuer und das Feuer löschen. Dann gehen wir jetzt mal weiter, Umgang mit Rauch. This exercise will get you up to speed on smoke. How it affects your vision and how to effectively clear it. Smoke is dangerous and can seriously harm you. Which is why you'll always be equipped with an SCBA system to ensure you can breathe in any situation. When going into a smoke-filled area, be sure to use your helmet-mounted flashlight. It'll really make a difference. Turn it on now before entering the building. So, hier ist jetzt der Umgang mit Rauch. Da öffnen wir mal die Tür. Smoke rises. Rauch steigt auf. Wenn du unter Normalebene des Rauches kommst, bleibst du in der kühlen Luft. Und siehst besser. Bleibe unten, indem du kriechst. Der Beste, was du mit Rauch machen kannst, ihn loszuwerden, wenn du einen Raum belüftest, kann der Rauch abziehen und du kannst während einer Such- und Rettungsaktion Gefahren besser erkennen. Gut. Und
Gut, dann öffnen wir jetzt mal ein Fenster. Good. With only a single window open, it'll take some time for the smoke to clear. To speed up the process, open all the windows in this room. So, jetzt haben wir alle Fenster geöffnet. Now, open the door and enter the next area. It's full of smoke. Stay crouched so you have the maximum amount of sight. Okay, you know the drill. Stay low and open all the windows to clear the smoke. Now, open the door and enter the next area. Okay, we're going to take a different approach for this room. A smashed window is just as effective as an open window. If you need to vent smoke but run into a locked window, don't let that stop you. Grab a tool off the bench and smash both windows. So, da mussten wir die Axt suchen, um die Fenster aufzuschlagen, um eine Belüftung durchzuführen. Na, das war daneben. Nice work. The smoke will clear out in no time. In this next phase, we'll take a slightly different approach. If you still have the forcible entry tool, use it to smash open one or both of the windows. If you don't have a tool, grab one off the bench. Ja, hier müssen wir dann quasi ein Werkzeug nehmen. Und die Fenster einschlagen, damit das schön belüftet wird. Good. Now enter the building by climbing through the window. Jetzt müssen wir durchs Fenster klettern. It's smoky in here too. Remember to stay crouched to improve your visibility as the smoke clears from the window you just smashed. You did it. So, das war das Tutorial zum Umgang mit Rauch. Und jetzt gehen wir weiter. Rauchgasexplosion erkennen. Now we're going to learn about one of the most dangerous situations you'll ever encounter. A backdraft. Backdrafts often surprise even experienced firefighters. Backdrafts occur when the oxygen within a room has been used up, and then more oxygen is rapidly reintroduced into the area. This is caused by opening a door or window in an oxygen-depleted environment. When backdrafts occur, fire explodes out of the door or window and can become a fast-moving fireball, causing damage to anything in its path, and can even badly injure you. Okay, enough talk. Now we're going to show you a backdraft event. You know what to look for in a potential backdraft situation. First, walk over to the window on the... Die Musik ist mir doch... Nee, das sind die Effekte, sind mir doch ein bisschen zu laut. Na, Audio, Umgebung. So, anwenden. So. You'll notice that the room is full of smoke, but there are no visible signs of flames. This indicates that the room is above its upper flammability limit. This means that the gas or vapor in the air is capable of producing a flash fire. It just needs an ignition source, oxygen. Tja, jetzt haben wir mal eine schnelle Erkundung um das Gebäude gemacht. Jetzt liegt hier auch schon der Schlauch, den wir jetzt aufnehmen, in die Hocke gehen, die Tür öffnen. Okay, look at the locked door on the left. Notice that the door is different than other doors and has signs of a potential backdraft. In addition to the room being full of smoke with no visible flames, there's also smoke at the base of a door along with a pulsing sound. Do you hear it? It's a low thud. This sound seems like it's repeating because the room's trying to suck air into it.
needs oxygen to reignite the fires within. Okay, door's unlocked. Open the door, but immediately back away from it to avoid the blast from the back. So, jetzt öffnen wir die Tür und gehen nach hinten. Now notice that the next locked door has signs of a potential backdraft. Do you see the smoke at the base? Do you hear the pulsing sound? Okay, door's been unlocked. Like last time, open the door, but remember to immediately back away from it to avoid the backdraft. Ja, so, jetzt müssen wir auch die Tür aufmachen. Nur so, dass okay. Wir auch... Door's been unlocked. Like last time, open the door, but remember to immediately back away from it to avoid the backdraft. Okay, you know what to do. Put out the fires in this room, then move through the door to get to the next room so you can extinguish the fires in there. Ja, hier gab es auch eine Rauchgasexplosion. Ich arbeite mich wieder wie gewohnt von links nach rechts. So übersieht man auch nichts. Kann schön das Feuer löschen. Ist schon ein cooles Spiel, auch mit der Grafik. Macht echt Spaß, jetzt schon allein im Training. Put out the fires in this room, then move through the door into the next room and extinguish the fires there. Good work. As I said before, even experienced firefighters can be surprised by backdrafts. So pay attention to any closed door that you approach and look for signs of backdraft. It could save your life. Ja, das war die Rauchgasexplosion erkennen und nun versuchen wir mal Schläuche auszulegen. This training exercise will familiarize you with setting up attack hoses to fight fires and show you how to connect a fire truck to a hydrant water supply. First, we'll establish a water supply line. This ensures you never run out of water when fighting fires. Now, walk over to the indicated compartment on the truck and grab a supply hose. The supply hose is the yellow one. Ja, jetzt müssen wir hier den gelben Versorgungsschlauch nehmen. Und ihn am Hydranten anschließen. Dann natürlich vom Hydranten ans okay. Löschfahrzeug. Now, look. Well done. You now have a supply line connected to the truck and will have a continuous flow of water for fighting fire. Dasselbe nochmal. Mit einem zweiten Versorgungsschlauch auf der anderen Seite. Good. Now walk over to the indicated part of the truck where you can connect the attack hose. Nice. We're going to need a nozzle for the attack line. The nozzle allows you to increase or stop the flow of water as needed. Now, pick up the coupler from the ground and walk to the back of the truck. Open ja. The lower compartment and swap the hose coupler with the nozzle. So, wir haben jetzt einen Druckschlauch verlegt. Öffnen das Fach. Now that you have a nozzle, look directly at the coupler on the ground and attach it to your nozzle. Nehmen ein Hohlstrahlrohr und verbinden das mit dem Druckschlauch. Good work. All right. We started a huge pallet fire. Utilizing the aiming interface from your previous training, use the
attack post to put out the entire fire. Try to extinguish the fire as quickly as possible, because we're timing you. Lowest time score gets bragging rights. Go! The clock is starting. Put out the fire as quickly as you can. Ja, jetzt haben wir das Hohlstrahlrohr mit dem Schlauch verbunden und löschen jetzt hier den Brand. Hier mache ich das nun von rechts nach links, aber man sollte schon, wenn man hier löscht, nicht wahllos in der Mitte anfangen, sondern sich eine Stelle nehmen und dann eins nach dem anderen abarbeiten. So verhindert man auch, dass dann quasi nach rechts hin das Feuer sich weiter ausbreitet. Und man hat meiner Meinung nach den größeren Löscherfolg dadurch. So. Wie man sieht, hat man, wenn man von einer Ecke zur anderen arbeitet, ich sag's mal relativ einfach, das Feuer zu löschen. Einige Stellen sind relativ schwer zu erreichen, vor allen Dingen zwischen den Paletten. Und hier unten unter der Palette sollte man das auch machen, damit das Feuer restlos gelöscht ist. Wie gesagt, wenn man sich eine Ecke nimmt, bei der man anfängt, vergisst man auch nicht irgendwie irgendwo was, sondern es ist relativ übersichtlich dann. So, hier noch unter der Palette. Da oben noch. Und das Feuer ist aus. So, jetzt nehmen wir mal die Truppbefehle. With this training exercise, you'll give commands to your squadmates. This will allow others to complete tasks for you, while you focus on other objectives. Have a look at the upper right corner of your screen. You can see the AI indicator along with the associated shortcut. Point at the circle on the ground and press the shortcut for the AI that you've just seen in the upper right corner. The AI character will now walk to the indicated location. Yes, Commander. So, hier müssen wir dann eine weitere künstliche Intelligenz, quasi, der wir unsere Befehle mitteilen können. Yes, sir. Good. Now direct the AI to the second circle, followed by the third. Well done. You've just learned how to give go-to commands. Now, call the AI to your position. To give the command, hold down the AI shortcut key until the status icon in the upper corner changes to the follow symbol. The AI will now follow you. Walk along the waypoints. As you can see, the AI is following you in close proximity as you move around. As you can tell, the AI is very closely following your movements. Go ahead and instruct the two victims need help in that building. Your mission? Rescue them.
Head through the door and into the building. Ja, jetzt können wir die quasi die einer unserer Truppmänner benutzen, um Befehle auszuführen. Das machen wir mal. Okay, Boss, I'll break it open. Let me grab a tool first. Und sagen ihm, er soll die Tür aufmachen. Ja, jetzt kann man denen auch Befehle geben. Yes, sir. Jetzt nimmt er sich den Schlauch und wird hoffentlich löschen. Yes, ma'am. Nein, macht er nicht. Oder doch? Doch, er macht es. Geh auch mal in die Hocke. So, man sieht den Schlauch gar nicht. Somit kann man quasi auch sein Team quasi Befehle geben und Anweisungen, die einen dann unterstützen. Another go-to command to send the AI into the room with the fire. I'm on. Kann man also quasi seinen Truppmännern und Fahrzeugmitgliedern Aufträge entgegengeben. Und das gibt natürlich am Ende dann auch mehr Erfolg, die Mission zu schaffen. Don't forget to get both victims to the paramedics. Use the AI shortcut again while aiming at the victim. While the AI is bringing the victim to safety, they're no longer available for other commands because their main priority is getting the victim to the paramedics. Go ahead and carry the other victim to the paramedics yourself to finish this training mission. Yes, Commander. Ja, hier konnte man dann auch seinem Feuerwehrkollegen den Befehl geben, eine Person rauszutragen. Was natürlich am Ende garantiert, dass man einen Einsatz relativ schnell abarbeiten kann. So, jetzt geht's weiter. Drehleiter im Einsatz. This training exercise will familiarize you with how to use ladder trucks and aerial arms to attack fires from above and to rescue victims in elevated locations. Before extending the truck's ladder, we must first stabilize it and ensure that the truck will not tip over with the ladder boom extended. Walk over to the indicated control panels and extend all the truck's outrigger arms. While deployed, the outrigger arms simultaneously bypass the vehicle's movable suspension and gives the truck an overall wider stance, making the entire rig more stable. Ja, hier müssen wir quasi die Stützen ausfahren von der Drehleiter, damit die einen sicheren Stand hat. Das machen wir jetzt mal. Okay, all the outriggers are extended. Walk over to the indicated area and engage the ladder boom controls. Good. The ladder arm offers you 3 degrees of movement. Up, down, left, right, and forward, backward. Extending the ladder arm forward and backward effectively lengthens and shortens the length of the ladder. Now, use the indicated controls and move the ladder in the up and down directions. So, dann fahren wir die Leiter mal nach oben und nach unten. Now,
Use the indicated controls and move the ladder in the up and down directions. Ziemlich hoch, wenn man das so sieht. Und wieder now, nach unten. Use the indicated controls and move the ladder in the up and down directions. Gehen wir mal nach rechts und nach links. So. Use the indicated controls and move the ladder in the up and down directions. Now. So, jetzt nochmal nach links bewegen, all right, nach rechts now, bewegen. Use the indicated controls and move the ladder in the forward and backward direction, making the ladder length longer and shorter. Achso, jetzt müssen wir ausfahren. Excellent. Und einfahren. Now, you're going to use the ladder arm and bucket to rescue some victims. Use the ladder arm controls and move the ladder bucket to either indicated area. Wait for the victim to walk to the bucket. You're essentially using the ladder bucket to give them an escape route. So once the victim has reached the bucket, they've moved into the safe zone and are considered safe. So, dann müssen wir hier den Leiterpark quasi absetzen. Mal schauen, ob das so funktioniert. Conscious victims will not move towards the bucket. Ja. You must place the bucket near the victim, exit the bucket, and interact with the victim to get them to follow you into the bucket. When the bucket has reached the indicated area and the bucket is stable on the roof, the player can exit the bucket by pressing the use key. Exit the bucket and rescue the victim by interacting with them and returning to the bucket. Was natürlich komisch ist, dass der Leiter quasi durch das Geländer okay, geht. You've saved one victim. Now position the bucket near the other indicated roof and wait for the victim to reach the bucket. So, jetzt. This victim is unconscious, so you'll have to carry them back to the bucket. So, hier müssen wir, glaube ich, Feuer löschen mit dem Korb. Das machen wir mit C. Gucken, ob es funktioniert. Ist natürlich schwierig hinzukommen. Aber man kann es versuchen. Ist natürlich, dass man ab und zu versuchen muss, den Korb anders hinzudrehen oder höher oder niedriger, um das Feuer zu löschen. Press the indicated button now to switch back to controlling the bucket movement to try it out. When you've relocated the bucket to a better location, switch back to controlling the nozzle and extinguish the fire.
Das geht natürlich nicht. Ist natürlich doof. Fahren wir mal ein wenig runter. In der Hoffnung, dass es dann funktioniert. Und das Feuer ist aus. You've completed the firefighter training course and are ready to handle any situation, so you can save as many lives as possible. Feel free to return to the training facility to practice your skills if you need help with the more difficult emergency calls you may encounter. Remember, we train today to be safe tomorrow. So, das waren dann die Tutorials im Trainingscenter und beim nächsten Video werden wir dann einen Einsatz fahren. Bis dahin, Dankeschön fürs Zuschauen und viel Spaß!